Gruppenspiel gegen den virtuosen Umut an der Aufschlaglinie und den lieben Tomke ging es natürlich schon hoch her, weil das schon ein sehr, sehr starker Gegner ist, wo wir den ersten Satz mit 19-17 gewinnen konnten. Da habe ich dann ein Stück mehr getroffen, im zweiten Satz hat Umut dann ein bisschen besser getroffen und letztlich waren das wenig Touches und Side-Out-Game und wer halt in dem Moment dann die bessere Angabe getroffen hat, hat das Spiel gewonnen. Time has passed since I first sparked the camp with fire. I'm still confused how I'm a role model that you admire. They say I inspire those who are searching for higher goals. I'm tired though, am I worthy of what my mind and heart desire? I would say that my journey to greatness, I'm a pyromaniac. It's crazy that I came this far. Anschließend hatten wir nun das Spiel gegen Haie und Max Hanke, was auch sehr, sehr spannend war, weil die beiden Sätze jeweils 13-15 ausgegangen sind. Der eine für uns, der andere für die anderen beiden. Was uns sehr geärgert hat. Nach dem ersten 1-1 stand mir dann eben schon 2-2, was okay ist, aber jetzt nicht so wahnsinnig gut ist. Von daher müssen wir schauen, wie wir in die letzte Partie gehen gegen so einen an zwei gesiedete Team. Das sind zwei gesiedete Team, Julian und Karl, waren auch hier sehr, sehr stark. Wir haben es geschafft, den ersten Satz mit 17-15 zu gewinnen, beziehungsweise haben dann auch den zweiten mit 19-15 verloren, weil die beiden dann im Prinzip einfach besser gespielt haben, sie haben clean gespielt, ich habe gar keine Angaben getroffen. Wenn nur David den Ball aufs Netz bringt, dann wird es natürlich sehr schwer, dass wir da irgendwie das Spiel gewinnen, wenn man nur Doppelfehler macht. Und so war das dann im Prinzip auch verdient, dass wir hier 3-3 aus der Gruppe rausgehen, gehen am Ende sogar nur als Gruppendritter raus. Und das war schon nicht so gut. Immerhin haben wir nicht 2-0 gegen ein Team verloren, aber wir haben auch bisher erst 3 Sätze gewonnen. Von daher treffen wir im Achtelfinale auf allen Gruppen 2. Dieser Gruppenzweite waren dann Clemens und Sören aus Mainz. Ehrlicherweise meine Lieblingsgegner, weil es gegen die beiden immer sehr, sehr viel Spaß macht zu spielen. Es ist immer eine gute Stimmung am Netz und irgendwie, warum auch immer, treffe ich leider meine Angaben auch meistens ganz gut. In der Vorrunde hat das nur im allerersten Satz gut geklappt, in den anderen 5 Sätzen sehr, sehr schlecht. Und leider ist das Spiel nun mal auch davon sehr abhängig. Und irgendwas hat es dann in mir umgeschalten, dass ich dann, nachdem wir den ersten Satz 13-15 verloren haben und 2-10-8 hinten lagen, haben wir irgendwie danach
den Schalter umgelegt und haben gesagt, okay, jetzt sind wir da. Und dann habe ich auch irgendwie besser gespielt. Und dann sind wir reingekommen. Gewinnen den zweiten Satz mit 15-10, meine ich, oder 15-11. Und gehen dann in den dritten, fangen dort 3-1 an und halten das Ergebnis einfach nur. Gewinnen am Ende den dritten Satz 15-13 und stehen gegen den Gruppenzweiten im Viertelfinale. Großer, großer Kampf, aber wir haben es geschafft. Mit viel Support von außen. Da nochmal vielen, vielen lieben Dank an Dr. Müller, an Annalena, an Lilly, die da das ganze Spiel supportet haben und die uns da wirklich, ich sag mal wirklich, über die Linie getragen haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Im Viertelfinale gegen Jeremy und Marvin aus Frankfurt haben wir dann sehr, sehr clean gespielt und konnten einfach unsere Stärken komplett abrufen. David in der Defense, ich mit meinen Angaben. Wir haben super gut zusammen gespielt, sind gut rotiert, hatten viele Touches, die man ja auch gesehen kann, die wir dann auch gut verwertet haben und haben eben auch wenig Angaben, Pressure von den Angaben zugelassen, sondern waren im Receive sehr clean, haben einfach besser gespielt und waren dann eben auch da. Gewinnen 8-15 und 10-15 und stehen im Halbfinale. Ich hatte vor ein paar Wochen, als wir mit David dann angefangen haben zu trainieren, wir haben uns dann immer mal wieder getroffen und haben Setting, Hitting, Defense, alles trainiert. 4 Wochen lang, immer 1 bis 2 Mal die Woche. Es irgendwie geschafft. Wir haben es geschafft, das zu halten, die beiden nicht ins Spiel kommen zu lassen. Tristan und Jules hat keinen Zugriff auf uns, in der Defense nicht, im Surf haben wir sie gut received und dann haben wir es einfach geschafft und ja, die Bilder, die Emotionen, unbeschreiblich. 3 Jahre Training, viele, viele Stunden, harte Arbeit, viele Turniere, die nicht geklappt haben, viele, viele Momente, die sehr, sehr bitter waren. Und dann haben wir es einfach geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Jetzt einfach genießen. Tolles Spiel, Spaß gemacht.
Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Einfach geil. Come on! David und Almandeos, Martin und David! Martin, du hast gewonnen! Martin, du hast gewonnen! Hey, hey, das ist ein guter Tag. Ich bin schon wieder nicht mehr.